Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Also wir werden danach noch einen Blog machen bei Christoph, weil das ist echt interessant, was der macht. Auch was, wo ich so noch nie erlebt habe. Ich habe jetzt gedacht, da ist ein japanischer Gong. Hinter mir dabei ist nur eine Ascheschaufel und ein Schieber. Hört sich doch an wie so ein Gong. Wieso kauft man sich einen teuren Gong, wenn das mit Ascheschaufel und Schieber geht? So. Also, 2011 hat er den Teich gebaut, dann hat er sich einen Center Vortex eingebaut. Der war angegeben für die und die Teichgröße, 20.000 Liter, auch Durchlass 15 bis 20.000 Liter. Und dann hat aber Christoph, nachdem er immer mehr Fische eingesetzt hat, relativ schnell gemerkt, dass es nicht funktioniert. Er hat weder den Durchsatz durchgekriegt, den er gerne gehabt hätte, noch war das vom Handling und allem und auch die Futtermenge, die er gerne gegeben hätte, konnte er auch nicht geben, weil einfach die Ammonium- und Nitritwerte durch die Decke gegangen sind. Und dann hat er irgendwann 2016 gesagt, und jetzt rüstet er um zwei Genesis-Biotürme auf. Und auch da hat er es eigentlich anders gemacht als das, was wir so in der Regel empfehlen. Wir haben hier, wie gesagt, zwei Türme, da hinten ein, da ein, jeweils zwei Kubik. Und man sieht es nachher und dann sieht man wirklich, dass er nicht sonderlich viel umwälzt. Da tröppelt richtig das Wasser nur rein, die sind auch relativ hoch geflutet. Heißt, das Filtermaterial, da ist keine wirklich große hydraulische Last drauf. Und wenn ich es für ihn geplant hätte, hätte ich zu ihm gesagt, pass auf, du machst den einen Filter da hinten einmal 30 cm höher. Den hier lässt er auf der Höhe, dann machst du 20 niedriger. Und dann lässt du erst das gesamte Wasser durch den einen Filter durch. Und wenn es durch den einen durch ist, gehst du in den nächsten Filter rein und vom nächsten Filter aus dann zurück in den Teich. Warum? Ganz einfach, wir haben hier eine riesen Anströmfläche, die über einen Quadratmeter hat oder circa einen Quadratmeter hat. Und wenn man auf einen Quadratmeter nachher nur 10.000 Liter fließen lässt oder 8.000 Liter, keine Ahnung, es ist wirklich, ich will jetzt nicht sagen Rinnsal, aber viel ist es nicht. Wenn man nur 8.000 Liter drüber hat, ist das im Vergleich dazu, wenn ich es doppelte hätte, einfach ein Nachteil. Also da kann man sich dann schon auf die wissenschaftliche Arbeiten, die zu dem Thema Anströmung, Filtermaterial, hydraulische Last gemacht wurden, da kann man sich drauf verlassen. Aber es ist jetzt auch für Christoph, wäre das wieder ein Punkt, wo er weiß, wenn es irgendwann mal wieder eng wird da drin, wenn die Wasserwerte nicht mehr so sind, dass er dann schlussendlich hergehen könnte und das noch nachbauen auf die PE-Filter. Er wird jetzt wahrscheinlich gleich mit dem Kopf schütteln, aber auf die PE-Filter kann man hinten locker einen Rand draufschweißen. Dann müssen wir das ein bisschen umverrohren und dann wäre das im Prinzip gar kein Problem. So, aber auch die klassische Anlage, wo man sagen kann, das, was ursprünglich die Hersteller versprochen haben, konnten sie hier nicht einhalten. Christoph hat es dann irgendwann erkannt und hat dann, wie gesagt, mit Hilfe von Genesis die ganze Geschichte umgebaut. Was er sehr gut gemacht hat, er hat überall Isolation an den ganzen, was ist das, Moosgummi oder? Wie? Armaflex heißt das. Also ich sitze hier auf Armaflex und heute hat es 14 Grad, das ist schön warm, das ist sehr angenehm, ich bleibe hier gerade sitzen. Also es ist alles mit Armaflex isoliert, auch die Rohrleitung sehen wir gleich. Das ist alles cool gemacht, toll gemacht, sieht ordentlich aus, anständig, wie mir Schwabe sagt. So. Hier ist ein Ofen, aber dazu kommen wir dann im nächsten Block. Hier Biofilter 1. Hier oben hat er so Rolls, die kommen glaube ich auch aus Japan. Die hat er noch gehabt von einem seiner alten Filter. Wir zäumen das Pferd gerade von hinten auf übrigens. Und da sieht man jetzt, das ist wirklich Rinnsal, also verhältnismäßig wenig, was da durchgeht. Da unten hat er noch Austernschalen und hier scheint es ein bisschen mehr zu sein, was durchgeht, aber im Prinzip genau die gleiche Geschichte. Hier alle Rohrleitungen richtig isoliert. Und das Material gibt es her. Das kann man frei verformen. Sieht aber auch nicht ganz günstig aus. Und was Christoph letztes Jahr gemacht hat, ist, dass er sich eine Sifi nachgeschaltet hat oder vorgeschaltet hat, nachgerüstet hat, wollte ich sagen. Und das sind einfach diese Filter. Das Wasser kommt hier vom Bodenablauf und vom Skimmer rein und muss dann, um zur nächsten Filterkammer zu kommen, das ist die hier hinten, muss es einmal von außen nach innen in diese Sifi rein. Innen ist dann der Ablauf, wo es darüber geht. Und damit die nicht verstopft, wird immer wieder, da braucht man eine zusätzliche Pumpe dazu. Die Pumpe sorgt einmal dafür, dass sich im Inneren der Sifi dieses Teil dreht. Und dann wird das Wasser von innen nach außen gedrückt und das sorgt dann dafür, dass der Schmutz immer wieder nach unten fällt, dass er im Prinzip nicht verschmutzen kann.
Und irgendwann sedimentiert er dann da unten. Und da sagt er, da muss er einfach einmal in der Woche ran. Am Anfang war das Ganze, wie gesagt, ohne die Biofilter von Genesis. Nur die Bürsten, Japan-Matten. Hier Filtermaterial, da Filtermaterial. Hier hinten hat er noch eine Tauch-UVC. Da hat er gerade gesagt, das will er auch noch optimieren. Und man sieht hier, er hat die Filterkammern hat er ausgeschnitten. Einfach, damit er den Wasserdurchsatz, den er heute hat, auch halten kann. Interessant war dann, ich habe ihn gefragt, warum er zwei Wasseruhren hat. Und das wird jetzt im Prinzip der Anlass oder gab den Anlass für einen weiteren Block. Und das ist wirklich interessant. Sehr interessant sogar. Sie merken, ich falle schon wieder in Euphorie. Hier oben hat er seine Luftpumpen schön hochgestellt, sodass nichts passieren kann. Dass nichts passieren kann, wenn sie ausfallen. Durch die Kapillarwirkung des Wassers können die, wenn sie unterhalb der Wasseroberfläche sind, auch dann Wasser ziehen, wenn der Schlauch einmal über die Kante des Filterbehälters drüber geht. Und so kann jedes Kondenswasser, alles fließt sofort nach unten rein. Also das ist wirklich alles handwerklich top gemacht hier. Gefällt mir sehr gut. Da oben hat er einfach zwei U-Profile genommen, um die Wanne einzuschieben. Auch eine witzige Idee, wie ich sie noch nie gesehen habe. Genau das gleiche hier mit der Messwanne. Also ist echt richtig geil, richtig schick gemacht. Die Kelle für alle Fälle. Was die hier fällt, weiß ich nicht. Und ja, einfach eine schöne Filteranlage. Einzig schade ist, dass nur so wenig Wasser drüber geht. Aber nochmal, das Ergebnis gibt Christoph recht. Und er ist da auch vollkommen entspannt. Und die Fische sind auch richtig geil drauf. Und im nächsten Schritt kann er sich dann an die Blöcke hier machen. So, jetzt machen wir gleich den dritten Block. Und um was es da geht, das ist wirklich spannend, weil es wahrscheinlich auch die Erklärung dafür ist, warum hier die Algen überhaupt keine große Chance haben zu wachsen. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Block. Ciao.